Die heutigen Daten zur Inflation, das ist das große Thema und die Frage, wie reagieren die Märkte auf diese Daten? Vielleicht sollte man sagen, die Märkte haben bereits reagiert, nämlich gestern, denn zuvor war ja Omikron-Party angesagt, vor allem am Dienstag, dazu gleich mehr, aber seit gestern, da ist man so ein bisschen jetzt doch wieder zum Hauptthema zurückgekommen und das Hauptthema ist eben nicht Omikron, wie ich versuchte öfter darzulegen, sondern eben das Thema Inflation und die Reaktion der Fed darauf. Man könnte die heutigen Inflationsdaten oder insgesamt die Daten zur Inflation inzwischen als die neuen US-Arbeitsmarktdaten bezeichnen. Also das sind jetzt die wichtigsten Daten, die sind wichtiger als die US-Arbeitsmarktdaten inzwischen. Die Älteren werden sich vielleicht noch erinnern, vor vielen Jahren war die US-Handelsbilanz das Datum, da haben die Märkte massiv reagiert, das hat dann irgendwann aufgehört und es wurden die US-Arbeitsmarktdaten. Jetzt sind es die Inflationsdaten, die die Märkte hier richtig bewegen werden. Und gestern wurde bereits bewegt, man kann sehen, dass ein Trend, der vor der Omikron-Party-Rally praktisch der Fall war, nämlich seit den Aussagen von Jerome Powell, seit dieser hawkischen Wende, Inflation nichts transitory, Inflation als oberstes Kriterium jetzt für die Fed, die sie bekämpfen muss als politischen Auftrag, das vielleicht nur nebenbei gesagt zur Unabhängigkeit der US-Notenbank. Biden hat Powell klargemacht, das ist jetzt die oberste Priorität und Biden hat dann eine Kehrtwende vollzogen, wie sie selten gesehen wurde, aber auch in Europa kann man das, Frau Schnabel hat das vorexerziert, aber kommen wir zu den Märkten gestern. Wir sehen, dass Value gestern wieder sich deutlich besser gehalten hat, dass vor allem unprofitable Tech-Unternehmen abverkauft wurden. Etwa eine Cathie Wood, die sich darüber nicht so gefreut hat, meine zweitbeste Freundin Elon Musk. Tesla ist nach unten gekommen, GameStop, AMC, so diese ganzen Meme-Geschichten, Momo-Geschichten, FOMO-Geschichten, die also von massiver Liquidität profitieren. Die sind jetzt wieder auf einem Weg, auf dem sie vor der Omikron-Party gewesen sind. Schauen wir uns mal die Indizes an, die spiegeln das ein Stück weit wieder. Der Dow Jones unverändert, mit Abstand der beste Index. Wir sehen dann den S&P 500 minus 0,72. Wir sehen den Nasdaq 100, wo also die Dickfische drin sind mit großer Marktkapitalisierung, minus 1,49. Und den großen Nasdaq mit über 3000 Unternehmen, wo also viel mehr Aktien drin sind, viel mehr Tech-Unternehmen drin sind, die sich generell schwächer entwickeln als die ganz großen Tech-Player in den USA, minus 1,71%. Es hat also doch ziemlich gescheppert da im Tech-Bereich und es hat gescheppert bei den Small Caps, die 2% verloren haben. Hier unten sehen wir den VIX, der hier gestern dann einen Boden gebildet hat, also die Vola, und dann ein bisschen nach oben gelaufen ist. Und wie die heutigen Inflationsdaten auch an den Anleihemärkten ihren Schatten vorauswerfen, das haben wir gestern bei einer Auktion der 30-jährigen US-Staatsanleihe gesehen. Die war miserabel, um es vorsichtig zu formulieren, weil die Investoren sich sagen, 30-jährige Anleihe, wenn ich hier die kaufen will und ich habe jetzt eine Inflation, die so durch die Decke schießt, dann brauche ich doch schon eine höhere Rendite. Das heißt, die Nachfrage auf bestimmten Renditeniveaus war gering. Man fordert schlichtweg mehr und wir sehen hier, wie die Anleihemärkte dann reagiert haben auf diese miserable 30-jährige Auktion. Später sind die Renditen wieder runtergekommen, weil die Aktienmärkte dann gefallen sind, aber es zeigt, dass die heutigen Daten ihren Schatten da deutlich vorauswerfen. Und am Dienstag, das hat mal Goldman Sachs jetzt, Goldman Prime, gesagt, global net buying was driven mainly by short covers, which made up more than 90% of the activity. Das heißt, hier Short Covering war das Thema am Dienstag, als ja die Meldungen kamen, Omikron mild, nicht so gefährlich. Da ging es ja massiv nach oben mit den Kursen und vor allem Hedgefonds waren vorher short gegangen. Also es war ein Short Squeeze, den wir da vorwiegend gesehen haben am Dienstag, diese Omikron Party. Das ist jetzt offiziell gewissermaßen, was man ohnehin schon ahnen konnte. Gucken wir uns mal die heutigen Daten an. Erwartet 6,7% zum Vorjahresmonat. Das wäre also der höchste Stand seit 1982. Aber selbst die Japaner, die ja praktisch die Deflationskönige sind, haben jetzt massive Inflation. So sind die Wholesale Inflation
jetzt auf den höchsten Stand gestiegen seit vielen Jahrzehnten mit über 9%. Also die Japaner sind jetzt mit im Boot und die japanische Großbank Nomura warnt vor Stagflationsrisiken für die Weltwirtschaft im nächsten Jahr. Wir werden sehen, was da passieren wird. Aber was wird heute passieren? Was wird passieren mit den Daten? Wir sehen, letzter Monat war 6,2%, heute 6,7%, manche sagen 6,8% erwartet. Monatliche Veränderung war letzten Monat 0,9%. Von einem Monat zum anderen 0,9%, das ist heftig. Wenn sich das so fortsetzen würde, dann wären das schon heftige Zahlen. Jetzt ist die Erwartung 0,7%. Sven Henrik hat sich mal wieder aus zynischer Sicht den Spaß gemacht, die Reaktion der Märkte zu beschreiben. Sollte die Inflation niedriger ausfallen, also Miss, dann würden die Märkte denken, ja, die Fed muss ihr Tapering nicht beschleunigen. Da gibt es ja jetzt die These, gibt es ja fast die Konsensauffassung, dass die Fed ihre Anleihekäufe dann nicht um 15 Milliarden Dollar reduziert, wie ursprünglich geplant, sondern um 30 Milliarden Dollar, sodass sie dann sehr früh fertig wäre, im März fertig wäre etwa mit dem Quantitative Easing und dann eben die Zinsen anheben würde. Jedenfalls, wenn also die Zahlen geringer ausfallen, wäre das natürlich bullisch, weil sich die Märkte sagen würden, die Fed muss nicht schneller tapern. Wenn die Zahl reinkommt wie erwartet, dann ist es sowieso bullisch. Wenn die Zahl sogar höher ausfällt, dann würde man sagen, naja, aber das war jetzt der Peak, das war der Hochpunkt. Ab jetzt geht es wieder bergab mit der Inflation und bergauf mit uns und all den schönen Kursen. Und wenn die Zahl deutlich höher ausfällt als erwartet, dann würde man sagen, ach scheißegal, es ist Weihnachtszeit, wir wollen die Rallye haben. Also in jeder Hinsicht bullish, meine Damen und Herren, das ist doch eine schöne Nachricht. Egal, was die Daten machen, man kann argumentieren, dass das Programm der Fed oder der Plan der Fed weitgehend schon feststeht, unabhängig von den heutigen Daten. Ich nehme an, dass die Fed schon sehr genau weiß, was sie machen wird, wie sie es machen wird, gar nicht so sehr auf die heutigen Daten guckt. Aber die Märkte, die waren ja so ein bisschen, naja, die haben sich dann mit Omikron ein bisschen begnügt und das eigentliche Thema Inflation und die Reaktion der Fed ein bisschen in den Hintergrund gedrängt. Für die Märkte ist diese Zahl wahrscheinlich wichtiger als für die Fed selbst. Dass eben wir zuletzt immer Abweichungen hatten nach oben in Sachen Inflation, das sehen wir im Citi Global Inflation Surprise Index. Also es gibt kaum irgendein Bereich, wo die Erwartungen so nach oben übertroffen wurden als in Sachen Inflation. Und während wir jetzt etwa eine Kerninflation haben, also ohne Nahrung und Energie, von fast 4,5%, sehen wir, dass der Unterschied eben zwischen dieser Kerninflation, die ja die inflationärsten Bereiche, nämlich Nahrung und Energie, außen vor packt, das ist nicht zufällig eine Erfindung von Arthur Burns, dem Fed-Chef Anfang der 70er Jahre, als die Inflation massiv nach oben schoss. Dann hat die Idee gehabt, pass auf, dann lasse ich mal Nahrung und Energie weg, also das, was besonders teuer wird, dann habe ich die Kerninflation, weil Nahrung und Energie ist ja so volatil, schwankt ja so stark. Also man sieht, da wurde schon von Haus aus irgendwie versucht, irgendwie ein bisschen zu drehen und wahrscheinlich kriegen wir bald irgendwie eine neue Ausrede, warum wir jetzt eine andere Inflation berechnen müssen, weil das andere sei ja viel zu volatil, aber wir sehen hier diesen Wahnsinnsabstand zwischen dem Leitzins, das ist hier blau, und eben den Daten zur Kerninflation. Natürlich beginnt ab vor allem ab Mitte Dezember eine günstige Jahreszeit, man spricht ja von einer Weihnachtsrallye. Eigentlich Santa Claus Rally ist die Rallye der letzten 5 Handelstage eines Jahres. Und wenn wir jetzt nochmal zum Thema Inflation kommen, wir sehen also diesen massiven Spike der Inflation. Seit Jahresbeginn ist die Inflation in der Eurozone um 5,2% gestiegen. Die war im Januar, man glaubt es kaum, bei minus 0,3%. In den USA um 5%. Die war im Januar bei 1,2%, jetzt bei 6,2%. Auch in UK, auch in Kanada. Aber was haben die Notenbank gemacht? Leitzinsanhebungen? Nein, null. Also Inflation nach oben, Zinsen bleiben unten. Man hat sogar mit Quantitative Easing weitergemacht. Das zeigt schon alles. Gucken wir mal auf die Rohstoffpreise. Kaffee 105%, Benzin 71%, Heating Oil 61%, Crude Oil 59% etc. etc. Nur Gold und Silber sind billiger geworden. Sojabohnen selbst auch 10%, Kupfer, Lumber, Aluminium etc. Also, was ist jetzt die Erwartung der Märkte? Was sagen die Zinsmärkte? Nicht die Ökonomen, nicht die Analysten, sondern die Zinsmärkte. Hier sieht man eine 37%ige Chance, dass die Fed bereits im März die Zinsen anhebt.
Normalerweise, selbst wenn sie das Tapering jetzt verdoppelt, wäre sie im März dann damit fertig, könnte dann normalerweise im April die Zinsen anheben. Normal denkt man, dass erstmal eins abgeschlossen wird, nämlich das Tapering, und dann die Zinsen angehoben werden. Jedenfalls 37% der Chance im März, 42% Chance, dass wir 4 Zinsanhebungen bis Februar 2023 sehen. Je weiter wir jetzt in das Jahr 2022 kommen, umso höher liegt die Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen angehoben wurden, mindestens einmal. Im 1. Februar 2023 sehen die Märkte eine Chance von 99%. Ökonomen, wie gesagt, sehen das wahrscheinlich anders. Jetzt kommen wir mal zu den Märkten. Und wir haben ja vorhin gesehen, wie die Rohstoffe im Plus waren. Wir wissen, dass die Aktienmärkte dick im Plus sind. Okay, aber dann schauen wir uns mal den Nasdaq an und ziehen die 5 dicksten Aktien davon ab. Eine Microsoft, eine Apple vor allem, die ja derzeit irgendwelche seltsamen Dinge nach oben macht. Und wir sehen, dass der Nasdaq eigentlich 25% seit Jahresbeginn gefallen wäre. Wir sind also faktisch unter der Oberfläche in einem Bärenmarkt. Das sind ja Korrekturen von 20%, ist definitiv ein Bärenmarkt, während eben diese wenigen großen Aktien das kaschieren und irgendwie aufpolieren, sodass es eben keiner merkt. Wer diskretionär unterwegs ist, einzelne Aktien kauft, der wird wahrscheinlich, wenn er jetzt nicht die Dickfische so übergewichtet hat, ein Problem haben. Wer Indizes kauft, der hat kein Problem. Das ist also ein Indexgeschwurbel, wenn man so will. Wir sehen aber insgesamt, dass jetzt die Vermögensverwalter hier, NAAIM, die Positionierung ist deutlich zurückgegangen. Wir waren 5 Wochen hintereinander über 100, das heißt, die waren sogar über ihren Durst gehebelt im Markt, jetzt runtergegangen auf 69. Das ist interessant, und wir sehen auch, dass die Insider kräftig verkaufen. Wir haben jetzt bis Ende November Verkäufe von Insidern von 63,5 Milliarden Dollar. Insider sind Finanzchefs, sind CEOs etc., die ja melden müssen, wenn sie etwas verkaufen. Damit sind wir jetzt bereits Ende November 50% über dem Gesamtjahr 2020 gewesen, und vor allem im Tech-Sektor wird abverkauft. Alleine da 41 Milliarden in Verkäufen, und jemand, der derzeit auch verkauft, das ist der Elon, der Maske, mein zweitbester Freund. Und viele Insider, also vor allem aus dem Tech-Bereich, die sehen natürlich, dass die Bewertungen durchaus sportlich sind, verkaufen. Und was machen sie damit? Sie verkaufen selbst für sich privat und verkaufen letztendlich eine Story. Aber letztendlich sind es dann die Firmen, die diese Aktien kaufen. Also die Privatpersonen verkaufen ihre Anteile, und die Firmen, die sie vertreten, die kaufen dann durch Buybacks wieder. Das ist also natürlich ein ziemlich lächerliches Spiel. Wir sehen insgesamt, dass die Household Allocation in den USA auf Allzeithoch ist. Wir hatten einen ganz kleinen Rückgang im dritten Quartal. Also Household Allocation heißt, wie viele Prozent der Amerikaner sind im Aktienmarkt investiert, sind 37,4% nach 37,8% im zweiten Quartal. Wir dürften aber im vierten Quartal wieder eine Steigerung sehen auf ein neues Allzeithoch. Und man sieht, dass komischerweise immer kurz vor Bärenmärkten sinkt diese, oder vor allem mit den Bärenmärkten, aber kurz vorher, kurz bevor letztendlich Bärenmärkte oder Rezessionen, genauer gesagt nicht Bärenmärkte, Rezessionen entstehen, wird ein bisschen verkauft, und dann geht die Equity Exposure deutlich nach unten. Eine Frage ist auch interessant: Warum kommen die Kryptos nicht so aus dem Quark? Wir sehen hier etwa Bitcoin, das deutlich unter 50.000 aktuell handelt. Wenn Krypto, wie Sven Hendrik hier sagte, ein Hedge gegen Excessive Money Printing ist, also letztendlich gegen Inflation, was ist, wenn das Money Printing aufhört? Und das ist möglicherweise das, was eben die Kryptowährungen jetzt einpreisen. Das ist das, was unprofitable Tech-Unternehmen jetzt einpreisen. Also das könnte eben jetzt der Game Changer sein. Wir werden sehen, wie die Daten heute reinkommen, aber vor allem sehen, wie die Fed darauf reagieren wird oder was sie sagen wird am Dienstag und vor allem Mittwoch dann, wenn das Sitzungsergebnis vorliegt. Hier noch eine Zuschrift, die ich bekommen habe, ein Kommentar bei finanzmarktwelt.de. Wo mir ein Leser schreibt, dass er für ein IT-Unternehmen in der IT-Abteilung eines mittelständisch weltweit operierenden Maschinenbauers arbeitet, und die wollten ein Standardteil bei Cisco bestellen, eine Netzwerkkomponente, absolutes Standardding, normalerweise so Liefertage 10 bis 20 Tage, die bekamen die Ansage 290 Tage Lieferzeit. Jetzt haben die eine Firma noch in Dalian, das ist praktisch im Nord
Osten Chinas Richtung schon nordkoreanischer Grenze, dort der Rohstoffhandel ganz wichtig, da ist praktisch die Rohstoffbörse insgesamt. Da sitzen auch viele Firmen und er sagt, da sind einige Chiphersteller, allen voran Intel, sind eben in Dalian und die chinesischen Kollegen, die sitzen praktisch direkt an der Quelle, also diese Partnerfirma oder Tochterfirma oder Schwesterfirma sitzt direkt an der Quelle und dennoch ist irgendwie nichts vorhanden und der Autor hier schreibt, das Zeug wird dort quasi vor Ort gebaut und mit verstopften Häfen können diese Lieferzeiten eigentlich nicht mehr erklärt werden. Da muss es noch ganz andere Probleme geben. Möglicherweise behält China diese strategisch wichtigen Tech-Komponenten schlichtweg im Inland und bedient erstmal vorwiegend jetzt eben inländische Interessenten. Und er sagt, damit würde ist Cisco wieder ein deutlicher großer Umsatz entgangen. Und da sei er gespannt, wie die Zahlen dann etwa von Cisco ausfallen, aber eben möglicherweise eben auch von anderen Tech-Unternehmen, die eben unter diesen Lieferengpässen Materialmengen leiden. Weitere Zuschrift hier auch. Mich hat es jetzt auch erwischt in Sachen Energiepreise. Mein Gasversorger hat mir gekündigt und die billigste Alternative hat einen Preisaufschlag um 55%. Bitter wird es wohl nur für meine Mieter, die schon mietverbilligt wohnen, weil sie es kaum leisten können. Hier bekommen wir ein Riesenthema. Ja, das wird ein ganz, ganz großes Thema. Diese Energieinflation, die die Leute wirklich hart trifft, vor allem in den unteren Einkommensspektren. Hier nochmal kurz nach China, meine Damen und Herren. Wall Street Journal berichtet, dass die Amerikaner vorgehen gegen chinesische Tech-Unternehmen, etwa SMIC, der größte Chip-Hersteller in China. Da dürfen amerikanische Firmen keine Teile mehr an diesen Chip-Produzenten verkaufen. Also das ist auch eine Art von Kriegführung. Und Kriegführung auch, was am Devisenmarkt derzeit passiert. Der Yuan wertet ja massiv auf derzeit, auch gegenüber dem Dollar, aber vor allem gegenüber anderen Währungen. Jetzt hat man gestern schon hier die Anforderungen für Fremdreserven angehoben, um die Nachfrage eben nach Yuan zu schwächen. Jetzt hat man beim Fixing, also beim Setzung des Kurses, der ja praktisch zentral gesteuert wird oder da wird einfach mal ein Referenzkurs festgelegt, hat man versucht, den Yuan unter Druck zu bringen. Das ist kurz gelungen, aber dann ist der Yuan doch wieder gestiegen. Also der Markt, der wehrt sich gegen diese Doktrin. Er will die Aufwertung des Yuan offenkundig erstaunlich angesichts dieser Immobiliensituation mit den de facto Pleiten von Kaiser und Evergrande. Und Pleite ist das Stichwort auch für die Greensill Bank. Und das, meine Damen und Herren, das hat Konsequenzen, über die keiner spricht, nämlich die Einlagensicherung. Da hat es gesetzliche Änderungen gegeben, die komplett unter der Oberfläche des Bewusstseins geblieben sind. Das weiß fast keiner, aber wenn Sie Finanzmarktwelt kennen und möglicherweise auch meine Videos kennen, dann wird Ihnen das nicht entgehen. Werde ich Ihnen unter dem Video verlinken. Absolut wichtig für Leute, die etwas größere Summen möglicherweise auf ihren Accounts haben, auf ihren Bankkonten haben, werde ich unten verlinken. 14:30 die Inflationsdaten. Natürlich das absolute Highlight heute und die Reaktion der Märkte darauf. Das Marktgeflüster heute etwa schon 18:15, also etwas früher. Nur zur Information, jetzt wünsche ich einen wunderbaren Start in diesen Tag und sage Servus und Ciao.